Also mein Name ist Jan Totzek und zusammen mit meinem Kollegen Christian Möller, der hier auch im Publikum sitzt, und mit Virginia Martin, die heute nicht dabei ist, bilden wir das Kernteam von Polyvista. Wir sind eine Agentur für immersive Medien in Berlin und wir haben für das Museum für Islamische Kunst in Berlin eine Reihe von Webanwendungen realisiert. Die erste davon wollen wir heute vorstellen. Es geht dabei um 360-Grad-Touren, Thementouren, die jetzt aber zunächst mal im Video tatsächlich von dem MIK-Team vorgestellt werden sollen. Und das ist jetzt hier. Und ich starte mal das Video. Mein Kollege Maximilian Heiden und ich sind am Museum für Islamische Kunst unter anderem zuständig für die Entwicklung von digitalen Strategien. Die Sammlung des Museums für Islamische Kunst ist im Pergamonmuseum in Berlin verortet. Derzeit plant unser Team die neue Dauerausstellung, welche ab 2026 im Nordflügel des Pergamonmuseums eröffnet werden soll. Maximilian und ich haben vor 1,5 Jahren mit der Entwicklung des digitalen Auftritts des Museums für Islamische Kunst begonnen, welcher eng mit den Inhalten der neuen Dauerausstellung verzahnt ist und diese auch ergänzen soll. Zudem wollen wir für die bevorstehende Schließung unseres Museums weiterhin präsent sein. Hierfür haben wir in Kooperation mit dem Verbundsprojekt Museum 4.0 eine Online-Plattform entwickelt, womit wir unter anderem neue Zugänge für diverse Userinnen und Zielgruppen schaffen wollen. Wichtig hierbei, wir möchten innovative, exklusive Inhalte auf unserer Online-Plattform und nicht den Onsite-Standort reproduzieren. Zukünftig sollen 4 Themenschwerpunkte, unsere Objektgeschichten, digitales Lernen, 360-Grad-Touren und eine Mediathek verschiedenen Zielgruppen auf unserer Online-Plattform Islamic Art in 3 Sprachen, Deutsch, Englisch, Arabisch, zugänglich gemacht werden. Der Launch der Plattform soll noch im Mai stattfinden. Danke, Conny. Hallo auch von meiner Seite. Ich möchte noch ein paar Eckdaten zu unserer Plattform liefern und dann noch kurz die Grundfunktionen vorstellen. Unsere Seite ist WordPress-basiert. Das heißt, sie ist strikt modular aufgebaut, was uns eine nachträgliche Erweiterung ermöglicht. Und durch diese Themes von WordPress können wir auch nachträglich noch individualisieren. Das ganze Projekt ist Open Source aufgesetzt und überhaupt haben wir großen Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Wir haben selber ein an den SMB gerade fertiggestelltes Projekt nachgenutzt und einen Teil unserer Funktionen möchten wir eben auch für die Nachnutzbarkeit bereitstellen. Und das, wie ich gleich noch schildern möchte, hat auch schon funktioniert. Jetzt gebe ich kurz meinen Bildschirm frei und zeige die Beta-Version unserer Seite. Bitte sehen Sie uns den ein oder anderen Platzhaltertext noch nach. Die UserInnen sollen auf unserer Seite die verschiedenen Funktionen mittels Teaser-Inhalte kennenlernen und das wollen wir kurz nachvollziehen. Ich beginne mit dem Storytelling-Modul. Hier wollen wir einen neuen Zugang schaffen zu den Themen und Objekten unserer Sammlung, indem wir Geschichten nonlinear erzählen. Und genau dieses Tool ist es eben, was auch schon jetzt oder ab Start der Seiten allen Mitarbeitenden der SMB zur Verfügung steht. Und deswegen können wir sammlungsübergreifende Bezüge durch das Verknüpfen der Geschichten herausstellen. In dem Modul Digitales Lernen wollen wir Material für schulisches und außerschulisches Lernen anbieten. In dem noch laufenden Projekt Gemeinsame Vergangenheit, gemeinsame Zukunft wurde Material für, also am Lehrplan orientiertes Material für Lehrkräfte entwickelt. Und in dem Projekt Tamam wurde in Zusammenarbeit mit Moscheegemeinden Material für außerschulischen Unterricht entwickelt. Diese bieten wir hier an. Ich springe in unsere Mediathek. Hier möchten wir das in den vergangenen Jahren vom Museum für Islamische Kunst produzierte Material, Video, Audio, Bilder, aber auch E-Publikationen anbieten. Und mit der Verlinkung in das Recherchemodul von eben diesen Sammlungen online, die wir nachnutzen, möchten wir auch einen wissenschaftlichen Ansatz bedienen. Last but not least, mit dem 360-Grad-Tourenmodell, worum es ja hier in dem Vortrag vornehmlich gehen soll, möchten wir einen explorativen Zugang zu den Objekten unserer Sammlung anbieten. Die BenutzerInnen sollen die Möglichkeit haben, interaktiv selbst zu entscheiden, wohin sie sich bewegen möchten, welchem Thema sie sich nähern möchten. Und wir möchten dabei bewusst verzichten auf die Abbildung
ganz konkreter, realer Ausstellungsarchitektur um uns herum, sondern auf generische Räume setzen und damit ein immersives Erlebnis anbieten. Das hat einen ganz praktischen Grund. Die, was Sie hier um uns herum noch sehen, wird sich in den nächsten Jahren sukzessiv in eine Baustelle verwandeln. Und mittels dieser generischer Räume hätten wir die Möglichkeit, eben aktuell zu bleiben und nicht veraltete Räumlichkeiten abzubilden. Außerdem glauben wir, dass mit diesen generischen Räumen das Eintauchen in etwas Neugestaltetes tatsächlich noch einfacher funktionieren kann. Und damit gebe ich nochmal zurück an Conny. Dankeschön, Max. Im Rahmen unserer internationalen und national ausgezeichneten Outreach-Projekte stärken wir die kulturelle Teilhabe diverser Zielgruppen und erarbeiten gemeinsam mit ihnen neue Inhalte und Formate, um verschiedene Sichtweisen und Narrativen auch einen Raum zu geben. Über Workshops und partizipative Projekte eröffnen wir weitere Zugänge zu den Objekten und Inhalten des Museums. Und so tragen wir bei zu einem differenzierten Meinungsbildungsprozess über Kunst und Kultur islamisch geprägter Regionen und damit letztendlich zu Fragen über die eigene Identität und Gesellschaft. Dies haben wir auch unter anderem in die Inhalte der 360-Grad-Touren einfließen lassen. Basis ist immer die Sammlung und in diese Arbeit fließt sowohl aus der sammlungsbezogenen als auch aus der anwendungsorientierten Forschung generiertes Wissen ein. Die 360-Grad-Touren, die wir Ihnen heute vorstellen wollen, gemeinsam mit dem Team von Polyvista, ist unsere Musik-360-Grad-Tour. Der Inhalt der Tour sind 4 Musikstationen. Zum einen die Machata Lounge, eine Konzertreihe, die in 2019 live im Museum stattfand, sowie Elshan Ghassimi, die 3 Object-Soundtracks zu Objekten geschrieben und komponiert hat, die Installation Soundweaving von Jeanette Jemay, sowie die Band Amalaya, die unter unserer Alhambra-Gruppe performt. Im Anschluss werden Sie jetzt nun mehr von dem Team von Polyvista zu den 360-Grad-Touren hören und wir wünschen Ihnen noch viel Spaß. Genau, soweit von dem Team vom Museum für Islamische Kunst. Und ich versuche jetzt direkt mal weiterzuspringen und Ihnen die Anwendung selber zu zeigen. Genau. Das ist jetzt die URL, unter der die Anwendung auch später zu sehen sein wird. Wir beginnen jetzt die Reise in den Themenbereich Musik mit diesem Intro, was uns zum einen ästhetisch und auch inhaltlich so ein bisschen abholen soll. Wir bekommen leichte Infos darüber, was uns erwartet und dann gibt es hier einen Button, auf dem steht Los geht's. Ich klicke ihn und dann geht's los. Und wir landen direkt in dem ersten 360-Grad-Raum. Wir haben jetzt diese 4 Stationen, von denen Cornelia Weber gesprochen hat. Hier einmal, ich schwenke einmal durch, dann sehen wir die einmal schon. Wir haben die illustrativ dargestellt. Auch das ist schon angesprochen worden. Der Grund dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen die Tatsache, dass das Museum umgebaut wird und für uns als Motiv nicht mehr zur Verfügung steht. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass das neu zu bauende Museum bzw. neuen Räume, die könnten zwar durch eine 3D-Visualisierung dargestellt werden, darauf wollten wir aber ganz bewusst verzichten, weil diese 3D-Visualisierung häufig eine gewisse Kühle oder eine Konkretheit mit sich bringen, die wir eigentlich hier gar nicht darstellen wollten. Wir wollten ganz bewusst einen Raum schaffen, den zu erforschen gilt, der auch ästhetisch einen bestimmten Anspruch bedient, sage ich mal, und der den Spaß macht, ihn zu erforschen. Damit beginne ich jetzt mal, indem ich diese Ausstellung Soundweaving anklicke. Da passiert Folgendes, ich bekomme einen kleinen einführenden Text. Und im Hintergrund gibt es schon etwas zu hören und zu sehen. Was wir hier sehen, ist eigentlich eine abstrahierte Darstellung der Ausstellung. Und zwar, ich klicke mal kurz auf Pause, damit man das besser hört, was ich sage. Genau, die Künstlerin Jeanette Jemay, über die ich hier auch etwas erfahren kann, indem ich auf den Hotspot klicke, die hat die Muster verschiedener Teppiche, die aus der Sammlung des Museums kommen, analysiert, übertragen auf diese Papierstreifen, die man hier sieht. Und diese Papierstreifen werden dann durch eine Drehorgel gekurbelt und dadurch entsteht diese Musik. Und das heißt, die Teppiche werden letzten Endes zu Musik transformiert.
Und das haben wir eben versucht hier zu visualisieren mit dieser animierten Illustration. Wir sehen da diese Punkte, die von dem Muster des Teppichs aufschweben, dann auf diesem Papierstreifen landen und dann eben zu Klängen, zu Tönen werden. Wie gesagt, eine abstrakte Darstellung, aber ich glaube, man versteht, was es ist, und es darf auch ruhig so ein bisschen, für uns dürfte es ruhig auch ein bisschen poetisch, spielerisch in diesem Kontext sein. Hier gibt es nochmal weitere Informationen zu den Teppichmustern, beziehungsweise generell auch zu Teppichen, und das ist eigentlich das, was wir an aufrufbaren Inhalten in dieser Station haben. Dann gehe ich nochmal zurück zu der Übersicht. Genau. Jetzt bewege ich mich nochmal im Raum, da oben fliegt ein Vogel rum. Eigentlich wollte ich als nächstes jetzt genau die Band Amalaya zeigen. Das ist nach demselben Prinzip aufgebaut. Die Band Amalaya, von der man hier die Sängerin sieht, die haben im Rahmen einer Ausstellungsreihe, einer Konzertreihe im Museum performt. Und diese Performance haben wir nicht selber aufgenommen, wir haben die sozusagen nachgestellt im Greenscreen-Studio. Das sieht man jetzt gleich. Auch wieder der Einführungstext, den ich jetzt mal ausblende. Pausiere ich nochmal. Die Musik ist wirklich sehr schön. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, diese Aufnahmen im Studio mit den Künstlerinnen zu machen. Da war eine tolle Atmosphäre und wir haben halt eben war auch technisch anspruchsvoll, aber unser Ziel war es eben, die Band in dieser Form in diesen generierten Raum einzubetten, in realer Darstellung. Genau, wir würden eigentlich uns wünschen, dass die UserInnen den Raum so erforschen, dass sie die Musik sich anhören und dann nebenbei sage ich mal, zum Beispiel auf diesen Hotspot klicken und etwas über die Alhambra-Kuppel erfahren. Man kann dann auch reinzoomen, das kann ich jetzt ohne Maus gerade nicht ganz so gut machen, aber man kann dann die Kuppel sich ein bisschen aus der Nähe anschauen, etwas über die Kuppel erfahren, über den Kontext, in dem dieses Konzert auch stattgefunden hat. Denn die Band bezieht sich mit ihrem kulturellen Hintergrund auf vielfältige Art und Weise eigentlich auch die Exponate, die hier zu sehen sind. Und das soll eben auf eine explorative, spielerische Art und Weise erfahren werden. Genau. Dann gehe ich noch einmal zurück in die Übersicht und würde jetzt die Shutter Lounge, die überspringe ich einmal, die überlasse ich Ihnen dann selber zum Erforschen. Das hier ist nämlich so ein bisschen, also das ist mein Lieblingsobjekt, es geht hier um Elchan Ghazimi. Das ist eine iranische Tar-Spielerin, die leider nicht mehr im Museum hat performen können, da kam die Pandemie dazwischen. Wir haben dann mit ihr gearbeitet, um sie in diese 360-Grad-Szene einzubinden. Auch das hat im Studio stattgefunden, im Greenscreen-Studio, also gar nicht so sehr das normale Habitat von der Frau Ghazimi. Komme ich schon zum Ende? Oder? Ah, okay. Dann mache ich ganz schnell. Darf ich noch mal kurz zeigen. Also Ghazimi hat drei Objekte, dazu Stücke komponiert, und dann klicke ich das mal an und wir hören das erste. Dabei geht es hier um diese Aderlassschale, auch Teil der Sammlung. Man sieht hier einen Arzt, der eine Frau zu Ader lässt, und in ihrer Musik geht sie darauf ein und soll diesen Dialog zwischen beruhigenden Worten des Arztes und der Aufgeregtheit der Patientin wiedergeben. Das spiele ich ab und dann wäre es der aktive Teil des Vortrags. Komme ich jetzt hier zum Ende. Noch ganz letzte Erklärung dazu. Wenn ich jetzt diesen Hotspot hier anklicken würde, gibt es eben den nächsten Tune, der sich auf diese Schale mit dem Vogel bezieht und eine Information dazu. Und damit bin ich dann eigentlich am Ende dieser aktiven Präsentation angekommen und sage danke.